Wahrscheinlich kann man sagen, jetzt beginnen die drei entscheidenden in Sachen Jahresendrallye, ja oder nein, oder noch obendrauf nach der Monster Rallye im November. Jetzt beginnen die drei entscheidenden Handelstage, die eben wirklich aussagekräftig sind. Denn nächste Woche verkürzte Woche, übernächste Woche verkürzte Woche, da dürfte nicht mehr allzu viel passieren. Aber wir haben in dieser Woche dann heute die Einzelhandelsumsätze in den USA, FED-Sitzung. Wir haben die Frage Stimulus, das muss jetzt eigentlich in dieser Woche entschieden werden, weil das gekoppelt ist teilweise an die Frage Government Shutdown, ja oder nein. Wir haben dann am Freitag den großen Verfall, der diesmal von besonderer Bedeutung sein kann, wegen all dieser massiven Options-Call-Bestände, die derzeit im Markt sind. Wir haben vielleicht noch Brexit, mal sehen. Und wir haben dann eigentlich nächste Woche als einzigen Aufreger nur noch die Tesla-Integration in den S&P. Dementsprechend dürfte es heute nochmal zur Sache gehen. Kommen wir mal zu dem Geschehen derzeit, wie es sich darstellt. Wir sehen hier Lance Roberts, der sagt, also ich kann die Leute gar nicht mehr zählen, die mir erzählen, ich kann die Leute nicht mehr zählen, die mir erzählen, so muss es ja heißen, die praktisch ihm sagen, naja, pass auf, ich habe so viel Geld jetzt mit Aktien gemacht. Er sagt, das ist das einzige Mal, dass ich das gehört habe, das war im Jahr 1999. Das erinnert schon alles ein bisschen an diese Euphorie, die wir derzeit sehen, dieser Optimismus, dass wir jetzt eine so großartige Konjunktur aufgrund der staatlichen und notenbanklichen Stimuli bekommen, die viel besser ist als von vor der Corona-Krise. Deswegen zum Beispiel der Nebenwerte Index Russell 2000, die haben absolut auf einem neuen Allzeithoch. Warum auch immer, jedenfalls ist das schon so ein bisschen auffällig, was wir da sehen. Diese Euphorie ist geradezu grenzenlos. Bank of America sagt, misstraut dieser Euphorie, aber sie ist eine seltene Stimme, die sagt, overconfident investors, also praktisch über vertrauensselige Investoren, die hier am Start sein. Schauen wir uns unten mal an, was gestern passiert ist. Alle 11 Sektoren, die Sie hier sehen im S&P 500, waren im Plus. Energy mal wieder sehr, sehr stark. Erstaunlicherweise auch Utilities, also die defensiven Versorger, waren mit die Hauptgewinner. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise müssten die ja ein bisschen schlechter performen, wenn Risk-On am Markt ist. Warum war Risk-On am Markt? Weil eben Stimulus-Hoffnung hier der Fall ist. Man will jetzt offenkundig hier in den USA die ganze Geschichte doch irgendwie über die Bühne kriegen. Es gibt hier hoffnungsvolle Aussagen von Senate Majority Leader Mitch McConnell. Wir haben signifikanten Fortschritt gemacht. Und man hat sich getroffen, man wird sich wahrscheinlich wieder treffen. Das hat die Märkte gestern fasziniert und interessiert, aber die große Frage scheint zu sein, Stimulus-Schecks für die Leute direkt, ja oder nein, Bundesstaatshilfen, Lokalverwaltungshilfen, ja oder nein, oder in einem aufgetrennten Paket, also es ist ein Hin und Her, aber es ist eben die 37. Rallye jetzt aufgrund dieser Stimulus-Gespräche, das ist das, was den Markt gestern nach oben gezogen hat. Wir sehen auf der anderen Seite erste Warnsignale auch seitens der Konjunktur, ablesbar an den Steuereinnahmen in den USA. Hier sehen wir, ist es natürlich runtergegangen im Zuge der Corona-Krise. Es ist mal stark runtergekommen, zunächst wegen der Steuerreform von Donald Trump, die ja faktisch direkt ein Geschenk war an die Unternehmen, das dann direkt in die Verschuldung des Staates reingegangen ist. Und jetzt sehen wir, dass natürlich in der Corona-Krise die Steuereinnahmen gefallen sind, dann sich erholt haben, jetzt wieder deutlich rückläufig sind. Und wenn wir jetzt zum Marktgeschehen kommen, zum aktuellen Geschehen, eben jetzt mit Hinblick zunächst mal auf den Freitag, den großen Verfall, dann sehen wir hier Total Equity and Index Call Options, fast 22,5 Millionen am Montag. Also wir sehen diesen Trend nach oben bei diesen Calls auf Aktien vor allem, aber auch auf Indizes, aber vor allem auf Aktien. Und all das läuft aus, oder ein Großteil davon läuft jetzt am Freitag aus. Die Futures verfallen, die Optionen verfallen. Und deswegen ja Hexensabbat oder großer Verfall. Und dementsprechend ist da vielleicht im Vorfeld schon mit einigen Bewegungen zu rechnen. Spätestens dann am Montag wahrscheinlich nochmal mit Bewegungen zu rechnen, wenn dann Tesla integriert werden muss in den S&P und eben gleichzeitig dann Neujustierungen erfolgen nach dem großen Verfall. Wenn wir uns jetzt mal die Aktienmärkte in den USA anschauen, die ja signifikant besser laufen als in Europa, dann muss man sich die Frage stellen, warum ist das so? Weil die Amerikaner so toll sind? Nein, weil sie 10 große Aktien haben. Hier ein Chart der Deutschen Bank. Hier
die 10 Mega-Cap-Growth-Stocks, also eben diese Microsofts, die Amazons, die Apples und wie sie alle heißen, ohne diese Aktien würde der amerikanische Markt gar nicht viel besser laufen. Ein bisschen besser als etwa der Stocks 600, aber eben nicht viel besser. Also es sind nach wie vor die wenigen großen, fetten Dickfische am US-Markt, die den ganz großen Unterschied ausmachen. Und die Wall Street will jetzt eigentlich von Jerome Powell auch Stimulus haben. Der hat hier ein paar Drogen und ein paar Impfstoffe dabei und die Wall Street will ihn dafür auch bezahlen, denn es lohnt sich. Es ist Jerome Powell und die Fed, die maßgeblich diese fast absurde Rallye, zumindest absurd, wenn man die Bewertungen derzeit anschaut, in Gang gesetzt hat. Und interessant ist auch, dass natürlich der Fed-Chef selbst, Jerome Powell, durchaus eigene Interessen hat. Die müssen ja offenlegen, was sie denn eigentlich so an Vermögen haben und zumindest was in Sachen Aktienportfolio der Fall ist. Und wir sehen hier eine Auflistung von iShares Russell-Produkten, die Jerome Powell im Portfolio hat. Also der hat einige ETFs in sehr, sehr hohem Volumen, muss man sagen, wenn man sich das mal anschaut. Auf den Russell 2000 Indexprodukte und wir sehen den Russell 2000, der gestern ein neues Allzeithoch erreicht hat, jetzt glaube ich 33% um und bei oder 34% über seinem 200-Tages-Durchschnitt handelt, gab es noch nie, wird es wahrscheinlich nach Platzen dieser Blase auch nicht mehr so schnell geben. Jedenfalls Jerome Powell ist direkt ein Profiteur. Wir werden heute 20 Uhr die Fed-Entscheidung direkt und live mitteilen und 20:30 dann eine fortlaufende Live-Kommentierung in der Pressekonferenz von Jerome Powell. Und was der zu sagen hat, ist natürlich wichtig für den US-Dollar. Wir sehen jetzt diesen US-Dollar an einer markanten Unterstützungslage, Unterstützungssituation, Niveau, könnte man sagen, sichtbar hier im Bloomberg Dollar Index. Jetzt also Make or Break, wenn er darunter fällt, wäre das wiederum positiv für die Aktienmärkte. Schwacher Dollar ist steigende Aktien normalerweise, starker Dollar ist fallende Aktien. So die Logik, wir sehen, dass wir hier jetzt eine positive Divergenz haben für den Dollar Index. Sehen Sie hier oben, wir sind nach wie vor in diesem Aufwärtstrendkanal, da gibt es kein Vertun. Ich glaube, tiefster Stand seit 2018 derzeit für den Dollar. Und wir stehen auf der anderen Seite, und das hängt ja mit dem Dollar zusammen, auch bei den Rohstoffen vor einer entscheidenden Marke. Wir sehen hier diesen langjährigen Abwärtstrendkanal seit dem Jahr 2006. Kommen wir da drüber? Ein schwacher Dollar würde da natürlich helfen. Wir haben gestern schon gesehen, Silber zum Beispiel ist gestiegen. Insgesamt die Rohstoffe gar nicht schlecht unterwegs. Aber jetzt haben wir natürlich noch so etwas wie die Konjunktur, also die Realwirtschaft. Die stört natürlich tendenziell jetzt in dieser Megaparty der Finanzmärkte. Was Sie hier sehen, ist der Einkaufsmanager-Index verarbeitendes Gewerbe aus Deutschland. Die Zahlen heute 9.30 Uhr, auch bei finanzmarktwelt.de, by the way. Und wir sehen, das verarbeitende Gewerbe, die Industrie mithin, ist noch gut drauf in Deutschland. Wir hatten das letzte Mal einen kleinen Rückgang. Dieser Rückgang dürfte sich fortsetzen. Aber, wie gesagt, die Industrie in Deutschland besser aufgestellt als vor allem hier die Dienstleister, die Sie hier sehen. Da sehen wir, dass wir jetzt 4 Rückgänge in Folge hatten bei der Stimmung der Einkaufsmanager und es dürfte jetzt den nächsten Rückgang geben. 44,0 ist die Erwartung, aber jetzt haben wir den harten Lockdown und es ist ja nicht klar, endet der am 10. Januar. Es ist sogar eher unwahrscheinlich, dass dann alles sofort wieder weitergeht. Vielleicht geht das bis in den März hinein, wir wissen es nicht. Zu den deutschen Zahlen gleich mehr. Und wir haben sehr, sehr wichtig heute die Einzelhandelsumsätze aus den USA. 14.30 Uhr. Wir sehen, dass die jetzt so ein bisschen an Schwung verloren haben. Diesmal ist eine negative Zahl erwartet mit minus 0,3%. Und das liegt auch an Corona in den USA. Das wird auch da nicht besser. Wir sehen jetzt hier Daily Cases gestern knapp 90.000. Hospitalisierungen jetzt immer mehr, knapp 13.000. Und wir sehen wieder am 15. Dezember knapp 3.000 Verstorbene in den USA. In Deutschland, wie das RKI meldet, sind es 950 Corona-Tote. Das ist mit Abstand der höchste Stand. Wir hatten einmal als Hochpunkt bisher knapp 600, jetzt also eine massive Steigerung, die hier der Fall ist. Die Frage, und das ist wichtig eben auch für die Finanzmärkte, werden wir Lockdowns auch dann in den USA eben haben? Hier kann ja nicht noch mehr Lockdown kommen in Deutschland. Und wir haben, und das ist für die Aktienmärkte auch wichtig hier, die möglicherweise beginnende Auseinandersetzung jetzt zwischen Trump und seinen Anhängern innerhalb der Republikaner und auf der anderen Seite, ich sag mal, der gemäßigten Republikaner, respektive der
diejenigen, die es mit Mitch McConnell halten, dem Majority Leader im Senat der US-Republikaner. Und hier die Sprecherin von Trump, McEnany, hat gesagt, also Trump wird das Wahlergebnis nach wie vor nicht akzeptieren, dass er jetzt offiziell ist mit den Wahlmännern, die abgestimmt haben. Am 6. Januar dann wird der US-Kongress das offiziell nochmal verkünden, aber es ist jetzt schon offiziell, weil das Ergebnis ja bekannt ist. Und wir sehen, Mitch McConnell wiederum sagt, Leute, hört jetzt auf, diese Wahl anzufechten, das ist vorbei. Joe Biden ist President-elect, das ist jetzt mal der Fall, aber eben die Trump-Anhänger wollen das nicht so wahrhaben. Dementsprechend könnte das Konsequenzen dann auch für die Republikaner haben und das könnte wiederum Konsequenzen, wenn es da Zwietracht gibt, für die Senatswahlen in Georgia haben, die am 5. Januar sind. Und wenn da diese Zwietracht dazu führt, dass die Demokraten doch ihre beiden Kandidaten durchbringen, dann hätten sie praktisch auch mit der Vizepräsidentin die Mehrheit im Senat, hätten also eine Blue Wave dann doch noch geschafft, überraschenderweise. Wir sehen hier einen Tweet von Donald Trump, der sagt oder der zitiert, dass seine Anhänger Mitch McConnell dafür scharf kritisieren, dass er eben jetzt Joe Biden offiziell zum President-elect aufgerufen hat und er sagte, wir müssen kämpfen. So, das war es, meine Damen und Herren. Wir haben also jetzt die entscheidenden 3 Tage vor uns. Schauen Sie mal rein, 9.30 Uhr wird wichtig, vielleicht auch hier die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland. 9.15 Uhr kommen die schon aus Frankreich. Da wird der Markt auch drauf gucken und dann natürlich Einzelhandelsumsätze 14.30 Uhr, dann die FED, dann Stimulusgeschichten, dann am Freitag eben der große Verfall. Also da ist jetzt einiges, was noch wirklich in der Mache ist, was wirklich nochmal spannend ist, auch wenn die Volumina an den Aktienmärkten oder insgesamt an den Märkten natürlich jetzt schon ein bisschen nachlassen. Gleichwohl wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Ihnen Servus und Ciao.